Ihr Lieben, ich bin's, Claudius Fabich, mal wieder zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz, Matuszewski. Ja, Robert und Martina gönnen sich jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren endlich mal einen richtig langen Urlaub. Und Robert hat mich gebeten, euch in der Zeit zumindest gelegentlich eine kleine Lesung zukommen zu lassen. Und das mache ich heute aus Du bist Schöpfer. Du bist Schöpfer ist nicht einfach nur ein Buch. Also kennen wir alle Bücher, man schlägt sie auf, liest sie. Oft landen sie aber nach ein, zwei Kapiteln irgendwo im Schrank, weil die Schrift klein ist, die Absätze zu klein sind, weil es einfach auch keinen Spaß macht zu lesen. Und ich sage mal ganz frech, ich schreibe Bücher anders. Ich schreibe Bücher so, dass sie Freude machen zu lesen. Ich schreibe so, wie ich auch spreche. Und ich schreibe so, wie ich auch gerne lese, nämlich mit vernünftigen Zeilenabständen, mit vernünftigen Absätzen, in einer vernünftigen Schriftgröße. Ich schreibe verständlich und ich schreibe in Deutsch, mit der deutschen Sprache. Und keine komplizierten, verklausulierten Texte, sondern Texte, die man auch, ja, gerne liest. Und Du bist Schöpfer ist ein Buch, was wir nicht nur lesen, sondern was wir auch selber gestalten können. Und Du bist Schöpfer ist sowas wie ein Arbeitsbuch. Da sind schöne Kapitel zum Lesen, aber es ist noch was viel Schöneres drin. Da ist euer Leben drin, was ihr jeden Tag gestaltet. Du bist Schöpfer ist ein Arbeitsbuch. Da tragt ihr jeden Tag ein, was euer Ziel ist. Das sind meine Ziele. Jeden Tag. Die wenigsten wissen das. Es ist aber kein Geheimnis, dass wenn wir uns unser Ziel immer wieder aufschreiben, wer schreibt, der bleibt. Aufschreiben, immer wieder aufschreiben. Dann geben wir dem Unterbewusstsein jeden Tag, jedes Mal, wenn wir das machen, das Signal, dass dieses Ziel schon vorhanden ist. Denn das Unterbewusstsein unterscheidet tatsächlich nicht zwischen Realität und Theorie. Wir schreiben also jeden Tag immer wieder aufs Neue unser Ziel auf. Und wir schreiben uns auch jeden Tag auf, das habe ich heute für meine Ziele getan. Das ist wichtig. Denn Beispiel, ihr möchtet gerne abnehmen. Ja? Dann schreibt ihr euch oben auf, ich nehme 10 Kilo ab. Ich nehme 10 Kilo ab, das ist mein Ziel. Und dann schreibt ihr jeden Tag auf, was ihr dafür getan habt. Da könntet ihr reinschreiben, ich habe heute 20 Currywürste gegessen. Wenn es vorher 40 am Tag waren, dann seid ihr eurem Ziel wahrscheinlich bald etwas näher. Aber am sinnvollsten wäre es, da reinzuschreiben, das habe ich heute für meine Ziele getan. Ich habe 2000 Kalorien verbraucht, aber nur 1200 zu mir genommen. Dann, das habe ich heute an organischer Nahrungsergänzung zu mir genommen. Ihr findet in Du bist Schöpfer ganz klar erklärt, wie wichtig es ist und warum es wichtig ist, zum Beispiel Vitamin D3 zu supplementieren, Vitamin C zu sich zu nehmen und zwar in natürlicher, biologischer Form. Wie wichtig es ist, Zink und andere Formen der Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Und dann hier, das habe ich heute an hochwertigem Wasser getrunken. Ich kann euch wirklich nur bitten, holt euch einen vernünftigen Wasserfilter. Und ich meine jetzt nicht irgendwie das Ding, was man auf den Topf stellt und was aussieht wie so ein Kaffeefilter, sondern wirklich einen richtigen Wasserfilter, der die Rückstände von Spritzungen entfernt, die im Trinkwasser vorhanden sind, Kokainrückstände, Drogenrückstände, aber auch übermäßigen Kalk, aber auch Blei. All das kann in unserem Trinkwasser enthalten sein. Das ist mal zu sich genommen nicht schlimm. Aber wenn man, wie es empfohlen ist, 1,5 bis 3 Liter Wasser am Tag trinkt, je nachdem, wie alt man ist und wie sehr man sich körperlich betätigt, dann ist das tatsächlich schlimm, weil sich das im Körper anreichert. Vor allen Dingen solche unschönen Dinge wie Medikamentenrückstände, Drogenrückstände oder Blei- oder Spritzstoffrückstände. Also das habe ich heute an hochwertigem Wasser getrunken. Das habe ich heute an körperlicher Ertüchtigung absolviert, soweit ihr dazu noch in der Lage seid. Ist ganz wichtig, jeden Tag mindestens 30 Minuten spazieren gehen, schwimmen gehen, in die frische Luft gehen, in die Sonne gehen, sich bewegen, extrem wichtig. Wer rastet, der rostet. Es ist nachgewiesen, dass Menschen, zum Beispiel über 60, die regelmäßig Sport treiben, weniger mit Osteoporose-Problemen haben, denn Osteoporose entsteht zum einen durch einen Mangel an Kalzium, zum anderen aber auch ganz extrem durch Sonnenmangel.
Und wenn der ein oder andere denkt, wenn man viel Milch trinkt, dann ist das gut, das ist genau nicht gut. Denn viel Milch trinken bedeutet, dass der Körper Kalzium abbaut. Dazu erfahrt ihr auch einiges in Du bist Schöpfer. Und hier, das habe ich heute an Bio-Obst und Gemüse zu mir genommen. Obst ist nicht nur wichtig für Mineralien und für Vitamine, sondern vor allen Dingen auch für Ballaststoffe. Auch darüber erfahrt ihr viel und ihr könnt hier eintragen, das habe ich heute an Obst und Gemüse zu mir genommen. Anna und ich arbeiten selber mit dem Buch von Anfang an, jeden Tag. Und manchmal geben wir uns so einen Tritt in den Hintern und sagen, oh, wir haben heute echt noch nicht genug getrunken oder wir waren noch nicht beim Sport, wir haben heute noch gar nichts gemacht. Da machen wir noch ein paar Heimübungen, aber wir machen irgendwas. Und oh, wir haben heute überhaupt kein Obst gegessen. Dann zwingen wir uns noch, jeder einen Apfel oder zumindest eine Banane zu essen, um ein bisschen Obst hier eintragen zu können. Das ist die Anzahl von Stunden an Schlaf, die ich genossen habe. Schlaf ist extrem wichtig. Im Schlaf regeneriert der Körper, aber im Schlaf verarbeiten wir auch den Tag. Wir verarbeiten die Dinge, die uns ja passiert sind. Es ist extrem wichtig, dass wir genügend Schlaf bekommen. So, was haben wir noch? Das habe ich heute für andere Lebewesen getan. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr depressiv seid, wenn ihr in einem Tief angekommen seid, dann hilft es nicht nur, und auch darüber erfahrt ihr einiges in Du bist Schöpfer, die Wohnung zu entrümpeln, einfach Dinge wegzuwerfen oder wegzuschenken, wegzugeben, die man schon lange nicht mehr getragen, benutzt oder angewendet hat, sondern es hilft auch anderen Menschen eine Freude zu machen. Zum Beispiel der Putzfrau, die das Haus bei euch sauber macht, im Vorbeigehen zu sagen, ist das toll, wie schön Sie hier sauber machen. Danke. Oder zum Beispiel der älteren Dame im Haus oder dem älteren Herrn zu sagen, ich gehe nachher einkaufen, was kann ich Ihnen mitbringen? Ich mache gerne Ihren Einkauf. Oder im Sommer den Bäumen vor der Tür Wasser geben, den Eichhörnchen und den Vögeln im Garten Wasser geben. Vögel übrigens nicht nur im Winter füttern, sondern auch im Sommer. Was habe ich heute für andere Lebewesen getan? Stellt euch mal vor, von 84 Millionen in diesem Land würde nur jeder Zehnte dieses Buch anwenden und danach leben. Wie viel besser wäre unsere Gesellschaft, wenn 8,4 Millionen Menschen jeden Tag anderen Menschen nur ein Kompliment machen würden, sich um die Bäume kümmern würden, um unsere Tiere im Garten oder im Wald? Das kann man machen. Das habe ich heute für andere Lebewesen getan, könnte auch bedeuten, einfach mal so wie Anna und ich das machen, einen Müllsack mitnehmen beim nächsten Waldspaziergang und ein bisschen Müll aus dem Wald rausholen. Das habe ich heute nur für mich getan, beziehungsweise darauf habe ich verzichtet. Ja, du bist der wichtigste Mensch auf der Welt. Ich habe das oft gehabt, wenn ich jemanden gefragt habe, Beispiel, ich frage eine Frau, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Dann kam oft die Antwort, meine Tochter oder meine Kinder. Und es klingt hart, aber so ist es nicht. Der wichtigste Mensch bist du. Der wichtigste Mensch bin ich. Denn wenn es dir gut geht, dann kannst du auch deinen Kindern helfen. Deswegen ist ja im Flugzeug auch auf den Warnhinweisen steht ja auch zuerst setzt du dir deine Atemmaske auf im Katastrophenfall und dann deinen Kindern. Weil wenn du es zuerst den Kindern gibst, dann könntest du vielleicht ersticken und dann deinen Kindern nicht mehr aus dem brennenden Flugzeug helfen. Und so ist es auch im Leben, aufs Leben übertragbar. Zuerst muss es uns gut gehen und wenn es uns gut geht, dann können wir unserer Familie helfen, unseren Nächsten helfen, unseren Nachbarn helfen, unserer Gesellschaft helfen, unserem Land helfen, unserem Kontinent helfen und dann den Afrikanern. Ist angekommen, ne? Zuerst wir und dann die anderen. Denn wenn es uns schlecht geht, können wir keinem mehr helfen. Deswegen, das habe ich heute nur für mich getan. Und darauf habe ich verzichtet. Denn wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, dann macht es Sinn, auch auf etwas zu verzichten. Wenn man abnehmen möchte, kann man ja sagen, ich habe heute auf meinen täglichen Milchshake verzichtet. Ich habe heute aufs Rauchen verzichtet. Und ganz wichtig, Punkt 10, das sind die Dinge, für die ich heute dankbar bin. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch das. Man geht ins Bett und grübelt und kann nicht einschlafen. Ich kann verbindlich sagen, dagegen gibt es ein ganz tolles Mittel. Schreibt euch auf ein Blatt Papier auf, was euch belastet, was ihr zu tun habt. Eure Aufgaben für den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat. Schreibt es möglichst detailliert auf. Die kleinen und die großen Aufgaben. Macht eine Liste. Und dann könnt ihr diese Liste abhaken. Wenn da auch kleine Sachen draufstehen und ihr habt 20 Punkte. Und einer der Punkte ist zum Beispiel die Steuererklärung oder Geld für die Autoreparatur zusammenkriegen. Irgendwas Großes. Wenn ihr aber auch viele kleine Punkte habt, zum Beispiel die Hemden bügeln, ja, oder die Fenster putzen,
Wenn ihr natürlich 500 Fenster habt, sollte das eher zu den größeren Dingen zählen. Wenn ihr also auch die kleinen Dinge darauf schreibt, dann habt ihr schnell ein Erfolgserlebnis. Ihr habt 20 Punkte, habt schon 18 abgearbeitet und das tut euch gut. Und das hilft euch auch dabei, abends einzuschlafen, weil die Dinge, die auf dem Papier stehen, die habt ihr nicht mehr im Kopf. Die sind zwar irgendwo noch da, aber ihr habt sie zu Papier gebracht und das hilft euch beim Einschlafen. Und was euch auch hilft, ist, beim Einschlafen darüber nachzudenken, wofür ihr dankbar seid. Wofür seid ihr dankbar? Die Gesundheit? Oder wenn ihr nicht mehr gesund seid und es sich auch nicht mehr ändert, die vielen Jahre, in denen ihr gesund wart? Oder die Freunde, die ihr habt? Oder die Freunde, die ihr bald haben werdet? Der Waldspaziergang? Das Monopoly-Spiel mit Freunden? Wofür seid ihr dankbar? Dass ihr eure Rechnung bezahlen konntet? Oder dass ihr die Hoffnung habt, die Gewissheit habt, die Zuversicht habt, dass ihr sie bald bezahlen könnt. Weil ihr ja nicht aufgibt und weil ihr ja das Schöpferbuch habt. Entschuldigung. Ich habe euch auch eine kleine Geschichte mitgebracht, die wirklich ans Herz geht. Die ist ganz kurz und die lese ich euch jetzt vor. Das war eine lange Rede, lange Vorrede. Aber ich bin selber von Du bist Schöpfer so begeistert vom Stolzbuch auch. Aber dazu gibt es bald eine andere Lesung. Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne kleine Insel, und auf dieser Insel waren alle Gefühle der Menschen zu Hause. Die lebten da. Der Humor und die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und das Wissen und all die vielen anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe dort. Eines Tages wurde den Gefühlen auf der Insel jedoch überraschend mitgeteilt, dass die Insel sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick warten, denn sie liebte ihre Insel so sehr und hing an ihr. Bevor die Insel sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe. Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Schiff die Insel verließ, fragte ihn die Liebe: Reichtum, kannst du mich mitnehmen? Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine. Da ist kein Platz für dich, meine liebe Liebe. Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren Schiff vorbeikam. Stolz, bitte kannst du mich mitnehmen? Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen, antwortete der Stolz. Hier ist alles perfekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen. Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit. Traurigkeit, bitte nimm mich mit. O Liebe, sagte die Traurigkeit, ich bin so traurig, dass ich allein sein muss. Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief. Plötzlich aber rief eine Stimme: Komm, Liebe, ich nehme dich mit. Die Liebe war so dankbar und glücklich, dass sie ganz und gar vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen. Später fragte die Liebe das Wissen. Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es war, der mich mitgenommen hat? Ja, sicher, antwortete das Wissen. Das war die Zeit. Die Zeit? Fragte die Liebe erstaunt. Warum hat mir die Zeit denn geholfen? Und das Wissen antwortete: Weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die Liebe im Leben ist. Auf jeder Seite findet sich unten auch ein positives Wort und hier ist das positive Wort dieser Seite: Reichtum. Das war meine Lesung zu Du bist Schöpfer. Und das ist das ideale Buch, was man sich zum Geburtstag gönnt oder zum 1. Januar, weil wir doch oft diesen Anlass brauchen. Ab meinem neuen Lebensjahr höre ich auf zu rauchen, nehme ich ab, treibe ich mehr Sport, trenne ich mich von dem verhassten Partner oder finde den richtigen, kündige meinen Job oder mache meine Arbeit einfach besser. Sag jemand mal klar die Meinung. Und dafür brauchen wir, nicht alle, aber die meisten, immer so einen Anlass. Deswegen ist das das ideale Geburtstagsgeschenk für euch oder jemand anderen oder der Start ins neue Jahr oder vielleicht ins neue Quartal oder ganz einfach in die neue Woche. Meine Empfehlung für euch und nochmal, ja, es ist ein Arbeitsbuch. Jeder muss jeden Tag etwas für sich tun. Aber das Ziel beginnt mit dem ersten Schritt und ich habe für euch heute den ersten Schritt gemacht. Und habe euch aus Du bist Schöpfer vorgelesen. Da ist übrigens auch was Schönes drin, nämlich ein Lesezeichen. Euer Flugticket, da tragt ihr euer Ziel ein. Und das könnt ihr abtrennen.
Das kommt in eure Smartphone-Hülle oder in euer Portemonnaie, da tragt ihr euer Ziel auch ein. Und dann habt ihr euer Ziel jeden Tag vor Augen. Da steht euer Ziel. Und das Ziel, was man jeden Tag vor Augen hat, das verliert man nicht aus den Augen. Und noch ein letzter Tipp zum Schluss, auch wenn viele was anderes sagen und schreiben, steckt euch euer Ziel so hoch wie möglich. Möglichst fast unerreichbar. Je größer das Ziel ist, desto weniger könnt ihr es aus den Augen verlieren, wenn etwas dazwischen kommt. Zum Beispiel die Trennung vom geliebten Partner oder die Krankheit oder ein anderer Schicksalsschlag. Das kann den Blick auf das Ziel verwässern, vernebeln, verbauen. Deswegen ein hohes Ziel kann man nicht aus den Augen verlieren. Und mit Du bist Schöpfer habt ihr einen Wegbegleiter, der euch zu eurem Ziel begleitet. Mit sehr vielen, vielen, vielen sehr, sehr schönen Zitaten. Weit über 400 Zitate. Schmerz ist vergänglich, Erfolg bleibt für immer. Sowas zum Beispiel. Gut, das war meine Lesung für heute. Den Link zum Buch hänge ich hier runter. Schön, dass es euch gibt. Und bei mir wird heute bei den Punkten der Dankbarkeit stehen, dass ich dankbar bin, dass ich wirklich so ein großartiges, ja, so eine großartige, tolle Familie hier auf YouTube habe. Dass wir zusammenhalten, optimistisch bleiben, standhaft und voller Tatkraft. Danke für euer Sein, euer Claudius. Grüße auch von Robert aus dem Urlaub.